Die genaue Zeit bekommen wir heute von Atomuhren. Elektronenübergänge zeigen an, wie spät es ist. Vor dem Atomzeitalter musste man die Zeit anders messen. Der Historiker Dieter Speck kann im Freiburger Uniseum zeigen, dass Genauigkeit in der Zeitmessung keine neue Errungenschaft ist. Im Kabinett des Staunens steht eine sogenannte Präzisionspendeluhr aus dem 18. Jahrhundert. Auch wenn sie jetzt stillsteht, sie war einmal die wichtigste Uhr in ganz Freiburg. Diese Uhr von Ignaz Zanner von 1775 ist eines der Präzisionsmessgeräte, die damals in der mathematisch-physikalischen Sammlung entstanden ist, als vom Freiburger Uhrmacher und Instrumentenbauer gebaut wurde, indem er präzise Zeitabstände messen wollte für Himmelsbeobachtungen, für mathematische oder physikalische Experimente. Um mehr über die Uhr zu erfahren, gibt es jetzt den Audioguide. Das kleine Kästchen hat auf Englisch oder Deutsch die passende Geschichte parat. Man kann die Besucher aus den Führungen nur die Linien zeigen und einzelne Schwerpunkte setzen. Die Audioguides ergänzen diese Technik, indem die Besucher einzelne Objekte sich nochmal genau erläutern lassen können. Wir haben es jetzt eben an 3-4 Stationen schon fertig und wollen das eigentlich in die Tiefe gehend weiter ausbauen. Diese kunstvolle Standuhr wurde von dem Freiburger Professor und Jesuiten Ignatius Zanner in Auftrag gegeben. Diese Uhr ging so präzise, dass die übrigen Freiburger Uhren nach ihr gestellt wurden. Ein Sammelsurium von Fundstücken verbirgt sich im Kabinett des Staunens. Mit dem Audioguide kommt man leicht an Informationen. Durch die Auflösung von Klöstern in der näheren Umgebung ab 1803 gingen viele Objekte wie Globen und Fernrohre in den Besitz der Universität Freiburg über. Wenn Sie daran interessiert sind, dann hören Sie sich die Audioguides zu den einzelnen Exponaten an. Auch wenn die Ausstellung im Uniseum als Dauerausstellung konzipiert ist, durch die Einbeziehung in die Lehre schaffen Studierende wie mit dem von Ihnen entwickelten Audioguide die Veränderung, die ein Museum braucht. Man muss einen Wandel reinbringen, um wieder Attraktivität ins Museum hereinzubringen. Wir haben im Ende des Museums auch noch einen Projektraum, wo man zum Beispiel von studentischen Projekten temporär was zeigen kann. Weil die Uni ist ein Mikrokosmos, die haben ganz, ganz viele Dinge zu bieten. Und man kann immer nur einen kleinen Ausschnitt zeigen, ein Fensterchen. Die Dauerausstellung im Uniseum kann man jetzt mit Audioguide besuchen. Geöffnet ist immer donnerstags, freitags und samstags nachmittags. Der Eintritt ist frei.